Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute möchte ich euch mal was erzählen. Mir ist nämlich was Krasses passiert und um diese Story wird es gleich gehen. Eigentlich so ein bisschen so ein Realtime-Story-Video, habe ich ja noch nie gemacht. Kommt im Moment aber, glaube ich, sehr, sehr gut auf YouTube an und ich hoffe, es wird euch gefallen. Aber bevor wir jetzt zu dieser überaus interessanten Story kommen, will ich euch ganz kurz was anderes noch zeigen. Und zwar habe ich einen Hack im Internet gefunden und ich wollte den eigentlich in ein anderes Video einbauen, aber irgendwie habe ich das jetzt alles nicht geschafft und ich wollte es euch aber unbedingt zeigen. Deswegen werden wir das jetzt, bevor wir anfangen, zusammen machen. Und zwar geht es darum, wie man mega geiles Popcorn machen kann in wenigen Minuten. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen ein kleines Experiment für zwischendurch und dann schauen wir mal, ob ich gleich eine richtig geile Schale Popcorn hier habe, während ich euch dann meine Story erzählen kann. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich will ja nicht zu viel von der Wohnung schon zeigen, deswegen versuche ich mich jetzt mal vor dieser weißen Wand hier aufzuhalten. Ich habe nämlich hier zwei frische Maiskolben gefunden und nur damit geht dieser Hack angeblich. So, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich lege den jetzt einfach in einem tiefen Teller hier rein. 1,5 Minuten. Oh, ups. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob sich da irgendwas tut. Wenn es ploppt, seid ihr die Ersten, die es mitbekommen. Das wird niemals klappen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wow! Scheiße! War das Popcorn oder was passiert da? Noch 3 Sekunden und es hat immer noch nicht geploppt. Toll. Jetzt habe ich einen gekochten Mais. Toll. Es wäre aber nur zu geil gewesen, weil ich jetzt einfach so eine geile fette Schale mit Popcorn hier gehabt hätte. Ey, kennt ihr das? Man guckt irgendwie Videos oder so Bilder und macht einfach alles 1:1 nach und bei denen klappt alles perfekt und sieht so geil aus und man selbst kriegt es einfach nicht hin. Ey, das ist mir schon ohne Scheiß so oft passiert. Also ich glaube, mein Mais war einfach zu nass. Egal, auf jeden Fall mega Fail. Sorry dafür, dass es nicht funktioniert hat, aber es hätte auch geil werden können, ja? Jetzt kommen wir dann endlich mal zu der Story, die ich euch erzählen wollte. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe eine Anzeige bekommen. Das Ganze ist allerdings schon einige Jahre her, hat aber trotzdem mit YouTube zu tun. Hört sich kompliziert an. Also passt auf, Leute, es war so. Ich hatte früher, es ist wirklich schon lange her, bestimmt, wie alt bin ich jetzt? Es ist bestimmt schon 10 Jahre her oder so. Und zwar habe ich mit meiner Freundin von damals, mit der ich mich super oft draußen auf der Straße getroffen habe und mit der gespielt habe, Videos gedreht. Ich habe so eine ganz kleine Digitalkamera bekommen. Das war meine allererste Kamera, mit der man filmen konnte. Und dann haben wir uns einfach so gegenseitig aufgenommen, haben wirklich so richtig dumme Kinderspaß-Videos gemacht. Und wir haben uns einfach nur so kaputt gelacht, als wir diese Videos gemacht haben und vor allem, als wir sie uns angeguckt haben. Und abends ist dann jeder nach Hause gegangen und ich hatte meine Kamera mit der Speicherkarte und wollte mir einfach nochmal alles so anschauen. Und eins von diesen Videos fand ich einfach so lustig. Da war meine Freundin drauf zu sehen, wie sie so Grimassen machen, wir mega am Lachen sind und ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, aber ich habe dieses Video auf YouTube hochgeladen. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass ich da einen YouTube-Account oder irgendwas hatte. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das geschafft habe, weil damals, als ich echt jung war, ich hatte jetzt nicht so eine Megapile von Computern und alles, aber ich habe auf jeden Fall dieses Video auf YouTube hochgeladen, ohne mir was dabei zu denken. Ich dachte mir einfach so, auf YouTube sind so viele lustige Videos, vielleicht kann ja jemand mit drüber lachen oder keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Video ist hochgeladen gewesen und ich glaube, danach habe ich da auch nie mehr drauf geguckt. Das hat halt auch einfach niemand interessiert. Wer soll sich denn auch so ein Video angucken und wie soll man auf dieses Video draufkommen, ne? Also habe ich das schon total vergessen gehabt und wirklich, ich glaube, das war Monate später, kam dann die Mutter von meiner Freundin zu uns nach Hause und hat so einen Aufstand plötzlich gemacht, genau wegen diesem Video. Ich hatte das schon fast vergessen. Und dann hat sie gesagt, sie wird mich jetzt anzeigen, das Video ist Rufmord für ihre Tochter. Und so richtig krass, eine richtig krasse Story. Dieses Video war einfach so harmlos. Und ich habe mir einfach nichts dabei gedacht. Auf einmal klingelt eine erwachsene Frau an meiner Tür und erzählt mir, dass sie mich jetzt anzeigen wird. Und ich dachte mir einfach nur so, what the fuck, ich hatte so Angst. Es muss wohl anscheinend so gewesen sein, dass nach Wochen oder Monaten irgendjemand aus der Schule auf YouTube auf dieses Video gestoßen ist
Und ihr kennt das, Leute, dann geht sowas natürlich rum. Und anscheinend ist dieses Video halt rumgeschickt worden. Was mir im Endeffekt auch wirklich jetzt, wenn ich so mit 23 mal darüber nachdenke, mega leid tut. Die Anzeige wurde im Endeffekt auch wieder zurückgezogen. Beziehungsweise es ist ja so, dass man in dem Alter noch überhaupt nicht angezeigt werden kann. Das Ganze lief also eh irgendwie über meine Eltern. Wurde dann aber wieder zurückgezogen. Eine Anzeige mit, keine Ahnung wie alt ich da war, 11, 12, vielleicht 13. Einfach wegen so einem bescheuerten Video. Ich dachte mir, wie krass, ich bin jetzt einfach YouTuberin seit Jahren. Dann ist mir einfach diese Story eingefallen, dass ich damals wegen einem YouTube-Video diese Anzeige bekommen habe. Und ich fand es einfach viel zu heavy. Aber ich könnte euch jetzt noch eine Story erzählen, weil ich gerade richtig in Plauderlaune bin. Und zwar wurde ich nämlich schon mal angezeigt. Ja, meine zweite Anzeige. Das war ein paar Jahre später. Also, das war eigentlich noch eine kranke Geschichte. Ihr werdet mir das jetzt einfach nicht glauben, was passiert ist. Wir waren mit richtig vielen Freunden unterwegs. Ich glaube, wir waren irgendwie 20, 30 Leute oder so. Wir haben halt so eine Party gemacht, haben uns alle getroffen. Und irgendwann haben wir alle voll Hunger bekommen. Das war schon relativ spät. Also sind wir zu einer Fastfood-Kette gegangen und haben wirklich eine so große Bestellung aufgegeben. Jeder hat sich irgendwie ein Menü oder keine Ahnung, was wir uns alles gekauft haben. Am Ende waren das auf jeden Fall so viele Tabletten, so viel Essen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden da gesehen, der so viel bestellt hat. Und das war eine Zeit, wo es da so eine Aktion gab. Da gab es so Sticker auf den Verpackung vom Essen und ein paar haben welche aufgemacht und keiner hat halt irgendwas gewonnen. Und dann hatte jemand die grandiose Idee aus der Runde, dass man die Sticker doch einfach alle abmachen kann, dass wir die alle auf den Haufen legen und dann in eBay. Hör mal, was geht denn da ab? Hört ihr das? Der Julian macht irgendwas in der Küche. Richtig laut, als ob gerade irgendein Schrank zusammenbrechen würde oder so. Wir haben die ganzen Sticker zusammengenommen und irgendjemand kam auf die grandiose Idee, die Sticker ins Internet reinzustellen und die vielleicht zu verkaufen. So, weil wir gerade bei mir zu Hause waren, haben die also auch meinen Computer und alles von mir benutzt. Dann habe ich das reingestellt, habe mir nichts dabei gedacht, habe irgendwie am nächsten Tag oder so nochmal da reingeguckt, wollte einfach gucken, ich glaube, ich hatte das für eine Woche reingestellt oder so. Und dann war die Anzeige einfach weg, die ich gemacht habe. Und ich dachte mir, okay, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Und dann habe ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht. So, irgendwann kriege ich einen Brief mit einer Anzeige. Wer hätte es gedacht? Und ich mache den Brief auf und lese den so. Und ich habe überall geguckt, ob ich diesen Zettel noch finde. Aber es ist wirklich so viele Jahre her, ich habe den Zettel nicht mehr. Es war nämlich echt lustig. Da stand nämlich drauf, dass ich angezeigt bin wegen Verdacht auf Handel und auf Fälschung dieser Sticker. Und in dem Moment habe ich das überhaupt nicht gecheckt. Dachte so, was für Sticker? Bis mir dann eingefallen ist, dass wir diese Essenssticker da in eBay reingestellt hatten. Das war einfach so krank, ne? Ich einfach wegen Betrug und Handel mit Stickern angezeigt. Ich dachte mir so, das kann jetzt nicht wahr sein. Vor allem natürlich ich, weil das ja über meinen Namen lief. Dann musste ich ernsthaft zur Polizei, aufs Polizeirevier, wie so ein Schwerverbrecher. Die Polizisten sind ja dann so, warum haben sie mit den Stickern gehandelt und Sticker gefälscht? Ich so, ich habe gar nichts gemacht, sorry. Und ich musste ja dann auch irgendwie alles nachweisen. Auf jeden Fall habe ich dieser Polizistin dann die Geschichte erzählt, dass wir einfach nur mit ganz vielen Leuten uns Essen da bestellt haben. Und sie hat irgendwann einfach so angefangen zu lachen, hat mich richtig ausgelacht, weil das so eine dämliche Geschichte war und meinte halt, wäre nicht so eine coole Aktion von uns gewesen, dass wir die reingestellt haben und so, aber hat mich dann halt auch einfach wieder gehen lassen. Zum Glück habe ich Schlaupilz, aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich einfach nur, weil ich so unordentlich bin und einfach nichts weggeworfen habe, die Rechnung von diesem Abend noch gehabt. Und weil ich die halt gebraucht habe, ich musste ja irgendwie nachweisen, dass ich das, dass das die Wahrheit ist, ne? Kann ja jeder alles erzählen. Ja, ich glaube, das war auch so eine der krankesten Geschichten, die diese Polizistin jemals zu hören bekommen hat. Ach, egal. Ihr müsst mir auf jeden Fall mal schreiben in die Kommentare, was ihr so erlebt habt, krankes. Ob ihr auch schon mal so verrückte
Konfrontation mit der Polizei oder mit wem oder was auch immer hattet. Und ich hoffe, dass euch dieses Video mal gefallen hat. Es war mal was ganz anderes. Eigentlich habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. Mich einfach mal hingesetzt und euch einfach mal so ein, zwei richtig verrückte Geschichten aus meinem Leben erzählt. Zeigt mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Dann würde ich mich mega, mega freuen, wenn ihr mich hier oben einmal kostenlos abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr werdet dann einfach immer über meine neuen Videos informiert und verpasst definitiv nichts mehr. Und dann verlinke ich euch natürlich wie immer am Ende meiner Videos nochmal zwei andere Videos, damit es jetzt direkt weitergeht, falls ihr nicht genug habt. Hier auf der Seite gibt es Julians neues Video. Der erzählt euch sehr kranke Stories aus seinem Leben, ja. Und auf der anderen Seite gibt es von mir ein kleines Experiment, was ich gemacht habe. Und zwar ein Produkt, das verspricht, dass man in einer Stunde schneeweiße Zähne bekommt. Mega geiles Video geworden. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da oder da vorbei. Sonst vielen, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Ich habe euch ganz doll lieb, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit bis dahin und sage Tschüss.